Das hier ist das Motorola Razr Max. Wir schauen uns einmal die Multimedia-Funktion an. Ich entsperre es einmal und wie immer beginnen wir mit dem Musikplayer. Wo finden wir den? Zum Beispiel hier, Play Music. Und dann bekommt ihr eine Übersicht. Künstler, Interpreten, habt ihr hier Alben, Titel, Playlists, Genre. Und das war's. Und angenommen, wir fangen jetzt mal von vorne an. Wir sagen, okay, ich nehme diesen Interpreten, das Album und dann habt ihr hier einen Überblick über die Tracks, die auf dem Album sind und wir spielen einfach mal ein Lied ab. Über die Lautstärkewippe, natürlich könnt ihr damit die Lautstärke verändern. Im Lied herumspulen könnt ihr auch. Und wenn ihr hier drauf drückt, habt ihr Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich mag das Lied oder ich mag es nicht. Und dann habt ihr hier nochmal eine Übersicht, Zufallswiedergabe, wiederholte Wiedergabe. Dann habt ihr hier Pausieren und Skippen. Hier auf Optionen könnt ihr Toneffekte einstellen, wie ihr sehen könnt. Wer sich damit auskennt, kann hier das quasi individualisieren. Und sonst, wenn wir auf Einstellungen gehen, finden wir noch weitere Einstellungen. Open Source Lizenzen, Google Music Versionen. Optionen ausblenden, dann bekommt ihr diese Ansicht. Ja, ihr könnt natürlich auch das Lied abspielen, auch wenn ihr quasi das Gerät gesperrt habt, dann habt ihr hier einen Überblick. Hier könnt ihr auch zwischen den Liedern hin und her skippen. Also ihr könnt das Gerät einfach schön in der Tasche haben und als MP3-Player benutzen. Oder ihr könnt natürlich auch Musik hören und euch über den Homescreen bewegen. Hier über die Notification Bar, das war falsch, könnt ihr entweder pausieren oder ihr kommt direkt zum Player. Relativ einfach. Der Sound war ziemlich gut, sehr laut und klar, ist nicht wirklich verzerrt gewesen. Also, das war auf jeden Fall schön. Hier habt ihr noch eine Widget und da könnt ihr auch direkt auf den Player zugreifen. So, schauen wir mal, was wir hier für Apps haben. Und zwar schon vorinstalliert. Zum Beispiel 7 Digital, Alarm und Timer ist klar, Amazon Kindle als App. Dann habt ihr hier noch Aufgaben zum Beispiel. Wie sieht das aus? Da könnt ihr auf Plus eine Aufgabe hinzufügen. Dann habt ihr die Möglichkeit, natürlich hier unter den Apps auch den Kalender aufzurufen. Hier habt ihr den, bekommt ihr einmal eine Übersicht. Das ist jetzt September. Ihr könnt natürlich eigentlich auch eine ganze Monatsansicht euch anzeigen lassen. Hier könnt ihr aussuchen Tag, Woche oder Monat. So. Und dann könnt ihr hier die Tage direkt auswählen. Über Einstellungen, neuen Termin, gehe zu Datum, aktualisieren, Suche, anzuzeigende Kalender und so weiter und so fort. So, was haben wir noch für Apps? Bild öffne ich auch mal, nur für die, die es sehen wollen. Ich persönlich würde das nicht unbedingt öffnen, habe ich ja eben schon gesagt. Die neuesten Nachrichten werden geladen. Die war auch schon vorinstalliert. Und dann bekommt ihr hier Nachrichten für den, der wissen will, was hier in der Welt passiert. Oder auch nicht. Evernote müsste man sich jetzt anmelden. Schöne App, habe ich persönlich auch. Könnt ihr immer eure Notizen synchronisieren. Auch mit eurem Rechner. Also, was ihr hier schreibt, ist auch auf eurem Rechner und umgekehrt. Facebook habe ich schon gezeigt. Intelligente Aktion. Das ist auch ganz cool. Zum Beispiel Straßenverkehr wählt ihr aus. Und da könnt ihr dann quasi alles einsetzen oder einstellen, was ihr für bestimmte Situationen braucht. Vielleicht auch Training. Da habt ihr dann Musik und so weiter und so fort. Also da könnt ihr euch individuell so etwas zusammenstellen. Latitude, Content, Google Maps, Spiele zeige ich euch gleich. Navigation möchten wir auch einmal testen. Ziel einsprechen. Maschsee. So, mal sehen, hat er erkannt. Drücken wir auf Los. Und jetzt startet die Navigation schon, Routenplaner. Und da haben wir schon die Navigation. Ist total cool, geht sehr schnell und funktioniert gut. Und kostenlos natürlich über Internet und GPS. Route-Alternative, Routenliste, Ebene könnt ihr einstellen, Sprachführung ausstellen, Navigation beenden. Ebene wäre dann sowas wie Satellit zum Beispiel. Das sieht dann so aus. Auch sehr praktisch, aber vielleicht ein bisschen zu unübersichtlich. Ja, was haben wir sonst noch? Gucken wir weiter. Wir haben hier sowas wie Shazam.
testen wir auch das einmal, habe ich manchmal schon gezeigt. Da müsst ihr einfach quasi einmal hier in der Mitte drauf drücken, wenn ihr ein Lied hört, im Radio oder was weiß ich, irgendwo, dann wird euch angezeigt, um welches Lied es sich handelt und das Ganze könnt ihr dann auch noch speichern und später kaufen. Machen wir das mal. Das ging schnell, ne? Shitty Bang, Mind Your Manners, hat er schon gefunden. Jetzt könnt ihr das senden, YouTube-Video, Play in Spotify, wenn ihr eure Spotify-App hier drauf habt. Songtexte, Tour, Info-Empfehlung, Diskografie, Klingeltöne und mehr. Tolle App, funktioniert sehr einfach, habt ihr gesehen. Was haben wir noch? Schauen wir weiter. Spiele und so weiter und so fort, zeige ich euch sofort. Rechner habt ihr, Quick Office, SMS, Sprachbefehle, Talk, Twitter habe ich euch schon gezeigt, YouTube. Ja, am besten, ich zeige euch mal kurz einen Überblick, wie die Spiele auf dem Gerät so laufen. Also ihr habt gesehen, die beiden Spiele, die ich euch gezeigt habe, laufen sehr, sehr flüssig. Ihr könnt mehr hier im Play Store kostenpflichtig oder kostenlos herunterladen. Habe ich euch schon im Internetvideo gezeigt. Schauen wir nochmal, top kostenpflichtig, top kostenlos. Was haben wir hier? Kick the Boss habe ich euch neulich auch gezeigt. Flipperspiel Angry Birds, wie immer. Also hier gibt's einiges kostenlos zu downloaden. Und viele Spiele machen wirklich Spaß. Schauen wir uns einfach mal ganz kurz an, wie das Handy so abschneidet. Und zwar machen wir dafür einen Benchmark-Test. Quadrant-Standard, wie immer, lasse ich mal eben laufen und zeige euch dann die Ergebnisse, wenn ich die App mal hier finde. Schauen wir uns einmal kurz das Ergebnis an. Einfach hier auf Yes drücken. Sending Benchmark Results. Und dann warten wir mal kurz, wie das Gerät so eingeordnet wird. Dauert hier jetzt ein wenig. Eigentlich habe ich das schon mal vorher gemacht, das heißt, müsste auf jeden Fall funktionieren. So, und jetzt haben wir hier die Ergebnisse. Hier unten seht ihr Total 2872 CPU, 5564 Memory, 3053. Wie wird das Gerät hier sonst eingeordnet? HTC One X ist ganz oben, Asus Transformer Prime und dann kommt schon your device, also dieses Gerät, das Motorola Razr Max, darunter das Atrix 4G, Samsung Galaxy Tab, Samsung LG, HTC Desire HD, Samsung. So, ihr habt einen kleinen Überblick bekommen. Das waren die Multimedia-Funktionen vom Motorola Razr Max. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, beziehungsweise euch für das Gerät entschieden habt, schaut auf www.handy-deutschland.de vorbei oder auf www.handy-mc.de. Wir testen natürlich immer weitere Geräte für euch. Wenn ihr ein bestimmtes Gerät haben wollt, versuchen wir das natürlich auch durchzuführen. Also sagt uns Bescheid, was wollt ihr wissen, welches Gerät wollt ihr euch kaufen, wir testen es. Alles andere findet ihr auf unserer Webseite oder im Channel.